Also Jalapeno ist ja zum Einsteigen. Habanero ist zum Heuen. Also ab Habanero beginnen erst wirklich scharfe Sachen, meiner Meinung nach. Alles vor Habanero ist nicht scharf. Also Pfeffer und so Zeug ist nicht scharf. Das ist eine Habanero-Soße. Aus Amerika importiert. Ursprung USA. F. Das ist echt F. Ja, wobei, die kleine könnte ich vielleicht sogar echt reintunken. Wenn ich die so reinstecke und dann... Warte mal, das ist ja quasi das gleiche wie... Also ich mache es jetzt natürlich nicht. Aber ich mache es so, dann drehe ich es um und dann ziehe ich sie raus. Aber ich mache es natürlich über dem Teller, sonst wird das eine Riesensauerei am Ende. Zählt das als reintunken? Würde ich schon sagen, oder? Es geht natürlich nicht, die Flasche ist halt zu klein dafür. Oh ja, da läuft doch nichts raus. Sieht man jetzt natürlich nicht, weil es rot auf rot ist. Ah doch, man sieht's schon. Oh. Damn. Also die isst man eigentlich nicht roh, die Soße. Also eigentlich... Steht da drauf. Aber der steht's nicht drauf. Du willst mich heulen sehen? Naja, das wird, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber schwitzen und rot werden vielleicht. Nachdippen. Jetzt ist eigentlich richtig pervers, weil jetzt kommt erst der scharfe Teil der Jalapeno. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist viel zu viel. Oh mein Gott. Oh fuck. Gefüllte Paprika. Ja, gegen die Soße sind die Jalapenos echt nicht scharf. Wenn ich jetzt nichts gegessen hätte, hätte ich jetzt Schluck auf. Boah. Brennt zweimal. Ja, auf. Also, bevor ich was gegessen hätte, wäre es viel schlimmer gewesen. Oh. Ah. Oh, fuck. Ah. Oh fuck. Ah.
Na, da ist es mehr drauf als vorhin. Oh man. Also nicht abschalten. Ich habe die Szene gewechselt, leider. Da funktioniert jetzt keine Alerts. Ich habe das Gefühl, als hätte ich Schluck auf oder würde ich Schluck aufkriegen. Also hier. Zieht's so nach oben. Aber ich glaube, nur weil ich nichts gegessen habe. Nur weil ich was gegessen habe. Aber ich weiß nicht, Wasser trinken, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber der schlimmere Teil kommt jetzt ja noch. Verstehe nicht, warum unten keine. Also. Schon klar, dass oben das Gehäuse ist. Aber unten sind gar keine Kerne. Also wirklich überhaupt keine. Von den Kernen nichts mehr zu sehen. Meine Zunge ist blutrot. Das ist ein ungesundes Dunkelrot. Die Zungenfarbe. Holy shit. Wenn man die jetzt noch heiß machen würde, dann würde es richtig pervers schlimm werden. Weil es ist ja beides quasi rohe. Also das eine ist rohe Chili-Soße mehr oder weniger. Und das andere ist rohe Chili-Kerne. Und wenn du das noch heiß machen würdest, wird es noch richtig. Da wird es noch mal schlimmer werden. Das Problem ist, die Soße pur schmeckt halt auch nicht geil. Also du brauchst halt irgendwas dazu. Also ich meine, klar, ich habe die Chili, aber das hilft natürlich nicht wirklich. Du brauchst Pommes oder irgendwas oder ein bisschen Ketchup, wo es sich vermischt. Aber ohne Schluck auf, ich bin überrascht. Schon nichts anzufassen, Hans. Oh.
Also zum Glück hast du das vorm, nach dem Essen gemacht, nicht vorm Essen. Oh. Ja, die sind nicht so groß, Rhythm. Jalapenos sind nicht so groß. Habaneros sind noch kleiner. Die scharfen Chilis sind meistens viel kleiner. Also vorhin hatte ich eine relativ große, aber das war schon mit die größte, die wir hatten eigentlich. Also die war, ne, aber die war nicht größer, die war einfach nur fetter. Oh mein Gott. Oh, zum Glück nachmessen, ich schwör's euch. Alter Schwede. Ich glaube noch 2 Minuten. Aber wenn du es auf rohen Magen machst, dann fängt es halt direkt. Dann fängt es halt direkt das Grummeln an. Das habe ich jetzt nicht. Und einen Schluck auf habe ich auch nicht. Zum Glück. Aber es brennt halt beim Atmen. Beim Atmen brennt's. Und beim Reden. Und beim Schlucken. Und wie hast du das nicht bei 40 Grad gemacht? Alter. Ja, stimmt. Jetzt ist es eigentlich voll angenehm. Also, verhältnismäßig. Schluck Tabasco. So eine Larry-Soße haben wir gar nicht im Haus. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich... Wenn ihr echtes, scharfes Essen mögt, dann müsst ihr die Soße nehmen. Oder halt was Ähnliches. Oder so The Bomb oder so. Also, das Wichtigste ist... Zutaten Habanero Chili. Also die Hauptzutat muss Habanero Chili sein. Sonst ist es keine richtige Hot Sauce. Aber ich muss auch mal Nase putzen, glaube ich, ey. Ist das mal scharfe Instant-Nudeln? Die haben wir sogar, diese schwarzen Samyang, die sind auch brutal. Das ist... Im Endeffekt, das ist quasi, das ist wie, also Samyang hast du ja quasi so einen ganzen Beutel. Und das ist quasi die Schärfe ungefähr. Und da ist ja auch nichts dazu, das sind nur die Nudeln. Und das, und der Unterschied ist, warum das jetzt nicht ganz so heftig war, war, weil es nicht heiß war. Wenn das heiß, wie gesagt, wenn du es heiß machst, wird es noch umso viel schlimmer. Also scharfe Sachen werden immer noch schärfer, wenn du es heiß isst. Also wenn du es einfach nur runterkühlen lässt, dann ist es nicht mehr so scharf. Aber das war's jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Vielleicht trinke ich echt ein kleines Glas Milch. Aber eigentlich muss man einfach nur warten. Also eigentlich einfach gar nichts trinken. Also jetzt noch 5 Minuten warten und dann müsste es eigentlich wieder gehen. Und Nase putzen. Und Hände waschen. Vor allem Hände waschen.